Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Wir Magazin, einem neuen Video unsererseits. Ich stehe hier mit Markus Lüdorf, der Investor. Wir sind am Erlebnispark Eckenhagen oder den zukünftigen Erlebnispark Eckenhagen. Ist, glaub, hoffentlich, ja. Wie lange ist das jetzt her, seit wir die Lärmsimulation hatten? Das war August 23, ne? Meine ich. Jetzt haben wir April 24. Was ist seitdem passiert? Wie sieht's aus? Ja, die ganzen Gutachten, die sind mittlerweile rangeschafft. Das Lärmschutzgutachten ist da, das Verkehrsgutachten ist da. Das war ja mitentscheidend. Und was jetzt noch ansteht, damit es in die nächste Offenlage gehen kann, das ist eine Bohrung in dem Bereich, wo die Parkplätze hin sollen, ob da das Wasser versickern kann oder ob das abgeführt werden muss. Okay. So, und dann, wenn das feststeht, dann muss eine Planung erstellt werden über die Gestaltung der Zuwegung und der Parkplatzflächen. Und dann geht das in die Offenlage. Falls ihr euch jetzt fragt, wo, welcher Parkplatz, dazu verlinke ich euch hier das erste Video. Da haben wir da nämlich sehr ausführlich drüber gesprochen. Lärmgutachten, Verkehrsgutachten, was kam bei raus, grob zusammengefasst? Und wie wird sowas eigentlich erstellt, für die Leute, die das nicht wissen? Ja, wie wird das erstellt? Über ein Ingenieurbüro. Und die machen dann, ich glaube, der hat gar keine Messungen gemacht. Der hat das alles ins System eingegeben, in irgendein spezielles Programm. Beim Lärmgutachten. Beim Lärmgutachten sind wir jetzt, genau. Und da kam dann bei raus, dass wir eigentlich nicht in irgendeinem grenzwertigen Bereich sind. Also das war noch 6 dB bis an die Grenze, wo irgendwelche, wo es kritisch wird. Mhm. Und das ist, klingt nicht viel, ist aber viel, weil das wohl nicht linear, sondern exponentiell ansteigt. Mhm. Mit Fachbegriffen sollte man aber auch vorsichtig sein, wenn man die nicht beherrscht. Genau. Und ja, ist eigentlich nicht kritisch. Und ja, das Verkehrsgutachten, das war ähnlich. Also zum Glück gibt es ja eine Linksabbiegerspur. Und ja, da war jetzt auch nichts, was irgendwie eng oder kritisch oder irgendwelche Maßnahmen erfordert. Das war in Ordnung, ja. Und wir stehen ja jetzt im Wald und da gibt es ja auch außer Bäume und Pflanzen auch noch ein paar Tiere. Ja, und da muss ja, man, das Artenschutzgutachten 2, das ist genau, das ist jetzt auch durch. Hat ergeben, es gibt 3 Haselmäuse, eine im Bereich der Parkplätze und 2, ein Pärchen wohl in dem Bereich, wo die Sommerrodelbahn westlich an das Grundstück grenzt. Wir reden von 3 an der Zahl. 3 Haselmäuse. Nicht Arten, sondern... Nee, 3 Haselmäuse, 3 Individuen wurden nachgewiesen. Wow. Ja, und da muss man dann einen Ausgleich für schaffen. Und da ist jetzt diese Fläche angedacht, wo die abgestorbenen Fichten jetzt zu sehen sind und ein Stück hier rüber. Und dann braucht das eine Verbindung, eine, also der Mensch von dem Büro nannte das eine Brücke, von den Parkplätzen bis quasi auf diese Fläche. Aha. Und das muss dann gestaltet werden mit Sträuchern, so beerenführenden, treibenden Sträuchern, dass die sich da ernähren und wohlfühlen. Haselmaus muss man sein. Ich möchte keine Haselmaus sein. Auf jeden Fall, das ist jetzt das, was dabei rausgekommen ist. Ne, ist also nicht, und da bin ich sehr dankbar, irgendwie ein K.O.-Kriterium. Kannst du uns erklären, wie man sowas rausfindet, dass die sich hier befinden? Also die haben, das Büro hat ganz viele so Röhren verteilt, in der ganzen Gegend hier, etliche. Und dann kann man halt sehen, hat sich da irgendein eine Haselmaus eingenistet, gemütlich gemacht oder nicht. Mhm. Woran jetzt genau, keine Ahnung. Mhm. Aber die bauen halt irgendwelche Nester oder was und der Fachmann sieht dann, ob das jetzt eine andere Maus oder eine Haselmaus war. Okay, und ja. Die Haselmaus ist besonders schützenswert in Deutschland oder... Ich gehe davon aus, sonst wird ja jetzt nicht so ein... Weiß man nicht. Es gibt Lösungen, bin ich wirklich dankbar und dann ist das halt so, wie es ist. Ne?
Und was ich auch gelesen hatte, ihr hattet auch Fledermäuse beobachtet, gezählt, geguckt, ob welche hier wären. Wie lief das? Da habe ich im Prinzip nur die Information gekriegt, die ich dir auch weitergeleitet habe. Und es gibt Fledermäuse, die haben aber in der Umgebung genügend Ausweichmöglichkeiten, dass da jetzt keine Maßnahmen in dem Sinne erforderlich sind. Wie geht's jetzt weiter? Und wo? Ja, genau. Wie geht's jetzt weiter? Ja, also das nächste große Ziel heißt die zweite Offenlage. Das ist im Prinzip nochmal eine Öffentlichmachung der aktuellen Pläne dann, wo die ganzen Gutachten eingearbeitet sind. Was jetzt dafür noch fehlt, ist auf dem Parkplatz müssen Bohrungen gemacht werden. Ob das Wasser, was das Regenwasser, ob das versickert werden kann an Ort und Stelle oder ob das abgeführt werden muss. Mhm. Das hängt vom Untergrund ab, wie wasserdurchlässig der ist oder auch nicht. So, und da ist jetzt eine Firma beauftragt, ein Ingenieurbüro. Die werden jetzt 9 Bohrungen an der Zuwegung und auf der Parkplatzfläche in die Erde treiben. Und dann ergibt sich, ob das versickern kann oder nicht. So, und wenn das vorliegt, dann kann die Planung gemacht werden von der Zuwegung und den Parkplätzen. Das ist ein anderes Büro, die machen erstmal so eine Vorplanung, weil das ist schweineteuer, das ist richtig teuer. Und wenn dann die Planung steht, dann gehen die Ergebnisse an meinen Städteplaner und der wird das dann alles in Form bringen, bei der Gemeinde einreichen. Und die Gemeinde geht dann damit in die Offenlage. Dann hat jeder nochmal 4 Wochen Zeit, also jeder Bürger, aber auch jedes Amt und jede Behörde und. Die können dann nochmal was dazu sagen. Mhm. Und dann steht quasi der Beschluss an. Also danach wird dann gesagt, ja oder nein. Parkplatz und Zuwegung oder allgemein das Projekt? Insgesamt das Projekt, ob etwas wird oder nicht. Das liegt jetzt quasi am Parkplatz. Nee, das liegt an allem. Also, aber das ist jetzt das letzte Bausteinchen, was jetzt noch fehlt, um das komplett abzuschließen. Ja, das ist das Bausteinchen, damit in die Offenlage reingegangen werden kann. Ja. Also diese Infos oder diese Planung fehlt jetzt noch. Mhm. Ja, genau. Und dann, wenn es offengelegt ist? Mit den anderen Gutachten, das passt ja alles soweit. Ja, und dann kann die Gemeinde, das ist dann eine politische Entscheidung. Und dann hoffe ich natürlich, dass dann die Gemeinde dafür stimmt insgesamt und das beschließt. Okay, also nach der Offenlage 2, 4 Wochen Daumen drücken und dann wissen wir, so ungefähr, wie es hier weitergeht. Exakt, ja. Spannend. Ja, sehr spannend. Kurz abschließend, wo stehen wir gerade? Das ist ein Rückeweg und das ist ungefähr auf halber Höhe bergab, bergunter. Und das Ein- und Ausstiegsgebäude käme ungefähr dahin auf diese Freifläche. Und da würde dann der Einstieg und ein Stück weiter oben. Wir wollten den Ausstieg eigentlich mit im Gebäude haben, unten im Keller. Das geht aber aus technischen Gründen nicht. Oh, okay. Ja. Und wir brauchen noch 2 Lifts. Also ich wollte das eigentlich in einem haben, dass das von der Strecke geht und dann wieder auf die Strecke bis oben. Geht aber auch nicht, ist zu kompliziert. Okay. Ja. Und die Sommerrodelbahn, da gibt es noch eine für mich nicht so erfreuliche Sache. Es gibt nur noch diesen Bob 2.0, quasi das Nachfolgemodell von diesem klassischen Alpine Coaster. Mit automatischem Abstandshalten und allem drum und dran. Den gibt es nur mit durchgehender Bremsschwert in der Mitte. So ist es, ja. Ja, ich wollte das eigentlich vermeiden. Ich hätte mir gewünscht, das lediglich am Ende eine Magnetbremse zu haben. Mhm. Aber dafür habe ich jetzt insgesamt zu lange gebraucht. Das gibt es nicht mehr. Ärgerlich. Ja, also auch ärgerlich für uns alle, die gerne mal ein bisschen schneller fahren. Ja. Und der Nachfolger, der hat wohl gar keine mechanische Bremse mehr. Also da ist jetzt nichts, was auf die Schiene drückt oder irgendwie. Ja. Von dem her kann man nicht drauf verzichten, dann wird es wohl zu schnell. Ja, das ist ja Auslegungssache. Ja.
Ja, gut. Das ist natürlich, ich hätte es mir anders gewünscht, ja. Aber es ist, wie es ist, muss ich auch mit leben dann. Ne? Ärgerlich, ja. Weil es so lange dauert. Gut, ich glaube, das ist aber erstmal Update, wie die Wasserstand ist. Ja. Und ich glaube, ihr es alle und wir spannend. Drücken die Daumen, dass das was wird, weil wir haben alle Bock, sowas zu fahren. Ja, vielen Dank. Ja, ich danke dir für den offenen, ehrlichen Einblick. Ja, gerne. Stand der Dinge, ihr wisst jetzt ein bisschen, wie das hier gelaufen ist. Und wir sehen uns bald wieder zu einem neuen Video auf dem Radio-YouTube-Kanal.